Es gibt viele Möglichkeiten, seinen Freunden Hallo zu sagen. Manche klingen so. Guten Morgen. Hi. Andere so. Moin, moin. Moin, moin. Grüß Gott. Wieder andere kommen ganz ohne Worte aus, mit Abklatschen. Oder Küsschen. Aber eine Begrüßung wie an diesem Morgen hatten die Zwillingsschwestern Pia und Lisa noch nie erlebt. Oh, das müssen Tobi und Samir sein. Ja, ich ziehe nur kurz meine Schuhe an. Mach doch die Tür schon mal auf. O holde Mägdlein, welche Wonne, zu sehen euch in der Morgensonne. Begleitet uns, wenn's euch behagt, heut auf den Mittelaltermarkt. Wow. Hallo, ihr zwei Dichter. Was ist denn in euch gefahren? Noch nie was vom Minnesang gehört, Schwesterchen? Im Mittelalter haben die Ritter ihren Angebeteten immer zu solche Reime geschrieben. Das geht jetzt aber nicht den ganzen Tag so weiter. Na hoffentlich, Tobi. Kommt, wir müssen los. Es war ein schöner Sonntag im Mai. Und die vier Freunde freuten sich auf ihren gemeinsamen Ausflug. Schon seit Wochen war die ganze Stadt voller Plakate, die für ein großes Mittelalter-Event warben. Mit Ritterspielen, einer Mittelalterband, Gauklern, Bogenschießen und Wahrsagerinnen. Vor allem Tobi war aufgeregt, denn er hatte an Ostern mit seiner Mutter eine echte Ritterburg besichtigt, die Gamburg in Süddeutschland. Seitdem erzählte er ständig davon und verschlang alle Bücher zum Thema Mittelalter, die er finden konnte. Und das wollte etwas heißen. Tobi spielte eigentlich viel lieber Fußball als zu lesen. Nach einer kurzen Busfahrt kamen die vier auf dem Festgelände an. Die haben ja eine richtige Zeltstadt hier aufgebaut. Und so ein Holzzaun drumherum mit zugespitzten Latten. Wie nennt man das? Das heißt Palisade. Sowas hatten mittelalterliche Burgen auch oft als zusätzlichen Schutz. Tobi, so kenne ich dich ja gar nicht. Sonst merkst du dir doch solche Sachen nie. Ich weiß sogar, wie diese Ritterspiele heißen, bei denen zwei Ritter versuchen, sich gegenseitig mit der Lanze vom Pferd zu stoßen. Kiosk nennt man die. Haben die uns auch auf der Gamburg erzählt. So ein Ritter in voller Montur, der ist doch sicher ganz schön schwer für so ein Tier. Mach dir keine Sorgen, Pia, die sind das gewohnt. Schau mal, da drüben der Mann mit dem lustigen Hut mit den Glöckchen dran. Ich glaube, bei dem müssen wir unseren Eintritt bezahlen. Seid gegrüßt, edle Fremde. Das macht dann 5 Goldtaler für jeden Knappen und jedes Burgfräulein. Da, bitte, nehmen Sie auch Papiergeld. Ich weiß nicht, Tobi. Der sieht nicht besonders echt aus in seinem Samtjäckchen. Hatten die Leute im Mittelalter nicht eher Leinkleidung an? Und dann diese Fahne mit der Internetadresse vom Mittelaltermarkt drauf. Außerdem glaube ich, dass der Begriff Taler erst nach dem Mittelalter erfunden wurde. Ach, nun sei doch nicht päpstlicher als der Papst. Ist doch lustig. Bitteschön, junge Dame. Euer Wechselgeld. Und ein Gutschein für eine kleine Portion Kartoffelplätzelein. Wohl bekommt's. Was sind denn Plätzelein? Ich glaube, er meint Pommes. Aber wahrscheinlich war das Wort im Mittelalter noch nicht erfunden. Leute, ich will euch ja die Laune nicht schon wieder verderben. Aber im Mittelalter gab's weder Plätzelein noch Pommes. Da gab's noch nicht mal Kartoffeln. Also jedenfalls nicht in Europa. Echt nicht, Lisa? Nein, die stammen nämlich aus Amerika und gelangten erst nach Europa, nachdem Christoph Kolumbus dorthin gesegelt ist. Also erst nach 1492. Da war das Mittelalter gerade vorbei. Mehr oder weniger. Oh, stimmt. Die Jahreszahlen habe ich mir auch gemerkt. Das ist nämlich ganz einfach. Das Mittelalter ging von 500 bis 1500. Aber wie meine Großtante immer sagt, das Herz spricht wahrer als der Kopf. Ist doch nett, wenn die uns hier ein paar Pommes schenken. Fakten hin oder her. Kommt, wir sehen uns um. Auf der großen Wiese gab es einiges zu entdecken. Mittendrin, neben dem Tavernenzelt, also der Gaststätte, fuhren kleinere Kinder auf einem Holzkarussell. An den Ständen rundherum konnte man mit Pfeil und Bogen auf eine Zielscheibe schießen, Honigbier trinken und den eigenen Namen in Holzschwerter einbrennen lassen. Und im hinteren Teil der Wiese waren tatsächlich einige Pferde mit prächtigen Decken zu sehen, die vor einer hölzernen Zuschauertribüne grasten. Los, gehen wir auf den Turnierplatz. Ja, aber zwischendrin machen wir einen Stopp bei den Musikanten. Die Instrumente würde ich mir gern mal aus der Nähe anschauen. Da kommen wir ja sowieso vorbei. Also, ich sehe einen Dudelsack, so eine komische Flöte, die ein bisschen aussieht wie eine Oboe. Die heißen Schalmei. Davon habe ich auch ein Bild in einem Buch gesehen.
Na, Lisa, schon besser, oder? Die Musik ist ganz hübsch, aber da stimmt was anderes nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, die Spielleute und die Hofnarren und alle, die in der Ritterzeit öffentlich aufgetreten sind, waren Männer. Wieso? Was war denn mit den Frauen? Die verbrachten die meiste Zeit im Schutz der Burg. Oh, wie langweilig. Können wir dann bitte mal weiter zu den Pferden? Die Gamburg, gelegen auf einem steilen Hügel über dem Taubertal in Süddeutschland, glich tatsächlich in großen Teilen noch einer Baustelle. Gleich an mehreren Stellen im weitläufigen Burghof wurde gehämmert, gezimmert und gemeißelt. Starke Männer stapelten große Holzlatten auf. Und ein Ochse zog einen Karren mit groben Steinen darauf. Dort drüben, da entsteht gerade der neue Palas. Das wird das prächtigste Gebäude, das die Menschheit je gesehen hat. Wie ihr seht, sind die Steinmetze, Maurer und Zimmerleute schon fast fertig. Vielleicht lassen sie uns nachher einen Blick hineinwerfen. Passt auf, dass ihr hier nicht in das Loch fallt. Das wird ein unterirdischer Gang. Er soll die Fassade entlang bis zur Küche führen. Was ist denn ein Palas? Ich glaube, damit meint er den Saalbau. Den habe ich auch besucht. Mich nie gefragt, wie die früher gebaut haben. Erstaunlich, wie stabil das Holzgerüst aussieht, das die Handwerker benutzen. Doch was die Kinder am meisten überraschte, waren die vielen Tiere. Es gab Hunde und Falken für die Jagd. Hühner und Schweine waren in Ställen untergebracht und verbreiteten einen durchdringenden Bauernhofgeruch. Und hoch oben über der Burg kreisten Turmfalken und Mauersegler. Boah, das stinkt vielleicht. Der muss wohl mal wieder ausgemistet werden. Was macht denn das ganze Vieh hier? Naja, so eine Burg ist wie ein Dorf. Hier leben ja Dutzende Menschen, nicht nur die herrschaftliche Familie. Die Türmer, die vom Bergfried aus die Umgebung bewachen. Die Wächter. Dazu ein Dutzend Burgmannen mit Knappen und Pagen. Der Kaplan, der Marschall, der Kämmerer, natürlich auch der Gutsverwalter und sein Stellvertreter mit Frauen und Kindern. Echt? Die haben alle Platz auf der Burg? Dann noch der Koch, der Bäcker, der Förster und Sattler, der Heizer, der Falkner und die Musiker. Alle Knechte und Mägde. Ja, und dann all die vielen Gäste und das Volk, das hier ein- und ausgeht. Studenten, Dichter, Boten, Spielleute und Bedürftige. Und im Moment natürlich auch die ganzen Bauleute. Ganz schön viele. Ja, und die wollen versorgt sein. Mit Milch, Eiern, mit Brei, schwarzem Brot und Bier. Und auch mit Leder und Fell. Deshalb sind die Tiere so wichtig. Außerdem ist es im Winter ganz angenehm, wenn die Tiere unter dem gleichen Dach schlafen wie die Menschen, denn sie geben Wärme. Klar, und setzen dabei die eine oder andere Duftnote. Auch Werkstätten sind hier im Burghof. Der Hufschmied zum Beispiel und der Schwertschmied. Getreide und Gemüse bekommen wir von den Bauern aus den umliegenden Orten. Die müssen dem Lehnsherrn einen Teil ihrer Ernte abgeben. Dafür gibt er ihnen Land, verwaltet es, beschützt sie und spricht Recht. Aber gemein, dass die Bauern dafür immer den steilen Berg hier zu euch hoch müssen. Warum wird so eine Burg eigentlich nicht am Flussufer gebaut? Da hätte man auch Wasser und die Tiere hätten mehr Auslauf. Dass ihr das auf der Klosterschule auch nicht gelernt habt, ist doch klar. Wenn die Burg auf dem Hügel ist, haben die Türmer vom Bergfried aus den besten Rundumblick und sehen frühzeitig, wenn jemand die Burg angreifen will. Von dort oben können sie auch Licht- und Tonsignale zu benachbarten Burgen schicken, damit die uns zu Hilfe eilen können. Dann wird das Tor verrammelt und der Ritter und seine Gefolgsleute gehen in Stellung. Zur Not müssen alle im Bergfried Schutz suchen. Daher kommt übrigens der Begriff Türmen. Die Türmen also in den Turm. Oh, da vorne kommt der Herr Hofkaplan. Schön grüßen und schönartig sein. Gelobt sei Jesus Christus, junger Knappe. Solltet ihr nicht bei eurem Herrn sein, so kurz vor der großen Reise? In Ewigkeit Amen, Hochwürden. Den Herrn Beringer suchen wir gerade, denn wir haben ein paar Gäste, die gerne mit uns nach Mainz kommen würden. Seid gegrüßt. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Gelobt sei Jesus Christus. Willkommen, Fremdlinge. Beim Morgengebet in der Kapelle habe ich ihn noch gesehen, seither nicht. Ich nehme an, in den herrschaftlichen Gemächern? Besten Dank, Hochwürden. Komm, wir suchen weiter. Hört, auch mein Herr ruft mich zum Stundengebet. Gelobt sei Gott in der Höhe. Amen. Wie
Ihr betet aber ganz schön viel, oder? Wenn der Herrgott nicht mit uns ist, wer dann? Schließlich hat er unseren tapferen Vorvätern bereits die Hand geführt in unserer Wallfahrt gegen die Ungläubigen, die Muselmanen, die das heilige Jerusalem besetzt hatten und nicht an den einzig wahren Gott glauben. Du meinst im ersten Kreuzzug? Kreuzzug? Diesen Begriff kenne ich nicht. Tobi! Nun, man munkelt, unter ihrem Sultan Saladin könnten sie bald wieder zur Gefahr werden. Dann würden sich unsere tapferen Ritter erneut auf den Weg ins heilige Land machen. Meinst du nicht, die Ungläubigen sehen das ein bisschen anders? Mit dem einzig wahren Gott? Aber... Also, der Onkel meiner Großcousine sagt immer, wahrhaft göttlich ist ein Mensch, der mitfühlt. Warum sollten denn nicht verschiedene Menschen in Frieden zusammenleben? Egal ob in Jerusalem oder sonst wo auf der Welt. Also, ihr hegt ja seltsame Gedanken in eurer Heimat. Aber jetzt komm, wir suchen Herrn Behringer auf der Baustelle.